Da gibt es Sälbchen, da gibt es Kügelchen, da gibt es Pülferchen, da gibt es zig Tausende von verschiedenen Dingen, die uns glauben lassen, dass Anti-Aging durch Sälbchen, Pülferchen, Kügelchen, Spritzchen, alles so ganz easy, so ganz nebenwirkungsvoll, so ganz easy, sind wir 10, 15 Jahre jünger. Ohne Risiko natürlich. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Und wie ihr an meiner Körpersprache erkennen könnt, bin ich genau bei solchen Themen in meinem Element. Warum? Mein Spitzname ist Mutter Teresa des Fitnesssportes. Ich bekehre euch und ich bewahre euch davor, dass ihr viel zu viel Geld zum Fenster rausschmeißt für Dinge, die definitiv überhaupt keinen Sinn machen. Denn das einzige und wahre Anti-Aging-Konzept ist dein Lifestyle. Yes! Und das ist zu 100% wissenschaftlich bewiesen und das Ganze ohne Nebenwirkungen. Denn Sälbchen, Pülferchen, Kügelchen, Spritzchen und so weiter ist erstmal die ganz große Frage, ob sie überhaupt wirken. Denn wenn du Ernährungsfehler hast, wenn du zu wenig schläfst, wenn du zu viel Alkohol trinkst, wenn du Drogen nimmst, wenn du Schindluder mit deinem Leben betreibst, dann kannst du dir Spritzchen, Sälbchen, Kügelchen und Pülferchen reinschieben, wie du willst. Das wird definitiv nichts daran ändern, dass du älter wirst und älter aussiehst, wie du tatsächlich bist. Natürlich kann man sich das Gesicht mit Spritzen manipulieren lassen, dass man keine Gesichtsgestik mehr hat und dass alle Falten raus sind. Also natürlich kann man das machen, aber es sieht scheiße aus. Ja, es sieht scheiße aus. Bei den meisten Menschen, klar, es ist Klartext, bei den meisten Menschen, warum haben wir den Gesichtsfalten? Das ist Mimik und Gestik. Davon leben wir. Das sieht gut aus. Ja, da erkennt man den Menschen. Aber wenn einer so eine glatt gebügelte Fresse hat, dann sieht man gar nichts mehr. Das sieht beschissen aus. Jeder sieht es auf einen Kilometer Entfernung und jeder findet es kacke und jeder findet es scheiße, außer der Person, die es gemacht hat, die fühlt sich geil. Oh, sehe ich jung aus. Oh, sehe ich gut aus. Von wegen, das sieht grausam aus. Warum? Weil kein Gesichtsmimik mehr da ist. Und wenn keine Gesichtsmimik mehr da ist, dann ist es eine Puppe, eine leblose Puppe ohne irgendwelche Charakterzüge. Das will kein Mensch sehen. Das ist vielen Menschen bewusst, aber dem Menschen, der das macht, dem ist nicht bewusst. Der denkt natürlich, das sieht geil aus, muss ja auch gut aussehen und geil aussehen, wenn man 20, 30, 40, 50.000 Euro dafür ausgegeben hat. Sieht völlig unnatürlich aus. Aber das ist eben seine eigene Sache, muss jeder selber entscheiden. Ich muss mich jetzt ein bisschen drüber lustig machen, weil ich es lustig finde. Aber jetzt sind wir beim eigentlichen Thema und das eigentliche Thema ist, das einzig wahre Anti-Aging-Konzept ist dein Lifestyle. Und zwar dein Lifestyle, inwieweit du dich gesund ernährst, gesund, lang, gut, ausreichend schläfst, regelmäßig Sport betreibst, sauberes Wasser trinkst, gesunde Lebensmittel zuführst. Das ist letztendlich tatsächlich das einzige wahre, langfristige, gesunde Anti-Aging-Konzept. Denn, pass auf, wir haben einen Organismus. Orgasmus? Nee, Organismus wollte ich sagen. Kein Orgasmus haben wir manchmal auch. Aber wir reden jetzt vom Organismus. Und der Organismus, der hat Grundbedürfnisse. Und wenn wir diese Grundbedürfnisse erfüllen, und wenn wir diese so erfüllen, dass sie so natürlich und so gesund wie möglich sind, dann wird sich unser Körper gesund erhalten und gesund aussehen. Und wer gesund aussieht, der betreibt tatsächlich Anti-Aging. Denn wer ungesunde Dinge tut, wer zu wenig schläft, wer zu viel Stress hat und zu verkrampft ist, der wird sich natürlich ein Stück weit seine Lebensqualität rauben und wenn die Lebensqualität flöten geht, indem dass wir einfach nicht das essen, was der Körper tatsächlich braucht, indem wir zu viel Alkohol trinken, vielleicht auch noch rauchen und keine Ahnung, ganz beschissen uns ernähren. Das sieht man den Menschen am Körper an. Der Alterungsprozess wird beschleunigt, die Haare fallen früher aus, die Haare werden früher grau, die Gesichtsfarbe fehlt, die Haut wird faltig.
Der ganze Körper verliert an Körperspannung. Warum? Weil wir nichts dafür tun. Und wenn wir nichts dafür tun und die Hoffnung haben, wenn wir da ein Säppchen reinballern, dann werden die Muskelfasern wieder auf automatisch angespannt, warum auch immer. Und die Haut wird da schön glatt, wenn man auch nichts von innen zuführt. Das ist egal, wenn man von außen was drauf schmiert. Wenn man nicht genügend Wasser trinkt, kann man das kombinieren mit Spritzchen und so weiter. Das ist alles Unsinn. Denn es ist nachweisbar, tatsächlich nachweisbar, dass wenn Menschen gesund und tief schlafen, dafür sorgen, dass sie gesund und tief schlafen, ausgeruht aus dem Bett kommen, wenn sie regelmäßig gesundes Wasser trinken, wenn sie dafür sorgen, dass sie 3 gesunde, soweit wie möglich atembedarfsgerechte Mahlzeiten pro Tag haben, wenn sie dafür sorgen, dass sie ausreichend Proteine zuführen, wenn sie dafür sorgen, dass sie ausreichend essentielle Fettsäuren zuführen, dafür sorgen, dass genügend Omega-3 da ist, wenn sie dafür sorgen, dass genügend natürliche Mineralstoffe da sind, im Gemüse, im Obst, wenn sie dafür sorgen, dass die Energielieferanten, die sie zuführen in Form von Kohlenhydrate, so natürlich wie möglich sind, wenn sie auf Genussmittel so weit wie möglich verzichten, dann werden die Menschen im hohen Alter gefragt, sag mal, was machst denn du? Sag mir mal bitte dein Geheimnis, warum siehst du noch so fit aus? Warum hast du noch so eine jugendliche Ausstrahlung? Hast du womöglich was genommen, was man nicht nehmen sollte? Und dann sagt der Mensch, nein, habe ich nicht. Ich habe schlicht und weg einfach 7 bis 8 Stunden immer regelmäßig geschlafen. Ich habe mir nicht die Nacht um die Ohren geschlagen. Mir war es nicht wichtiger, auf Partys zu gehen, wie ein gesunder Schlaf. Ich habe mich einfach gesund ernährt. Gesund ernährt. Einfach das, was der Mensch machen sollte, sich artgerecht ernährt. Das habe ich getan. Ich habe regelmäßig 3-mal Sport in der Woche gemacht. Kraft-, Ausdauersport, Mobilitätssport. Ich habe mich draußen in der frischen Luft bewegt. Hör auf, das glaube ich dir nicht. So gut wie du in deinem Alter noch aussiehst, so fit wie du bist, du hast doch was genommen, oder? Du hast doch da. Nein, habe ich nicht. Ja, genau so reagieren manche Menschen, wenn sie Menschen sehen, die 60, 65, 70 oder 75 oder 80 sind und haben ein Erscheinungsbild, das 20, 25 Jahre jünger ist. Dann wird diesen Menschen unterstellt, du hast bestimmt geschummelt. Nein, haben sie nicht. Es geht tatsächlich, ja. Und immer dann müsst ihr mal die Menschen fragen, wenn ihr sie seht, die noch topfit sind, die einfach jünger aussehen, vitaler aussehen wie die anderen, fragt sie mal. Nicht die, die braucht ihr nicht fragen. Nein, nicht die, wo schon 80 Operationen hin hat. Die macht es keinen Sinn, die erkennt ihr auch. Aber fragt mal die an, die natürlich gesund aussehen, die natürlich jung aussehen. Fragt sie, was sie getan haben. Natürlich gibt es auch ein paar Leute drunter, die haben eine hervorragende Genetik. Natürlich. Aber 90% von denen wirst du sehen, gesunde Ernährung, guter Schlaf, Stress ja, aber auch Ausgleichszeiten und Bewegung ja, nicht zu viel, nicht zu wenig, Dosierung macht das Gift, aber regelmäßiges Investment in die eigene gesunde Zukunft sorgt dafür, dass wir entsprechend gut aussehen, dass wir natürlich entsprechend eine gute Optik mitbringen. Ja, guten Tag. Guten Tag, hallo. Entschuldigung, ich bin gerade am Filmen. Gerade einen Moment, ich muss gerade kurz unterbrechen.